BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Morgen ist Spieltag, da heißt es, jetzt schon einmal langsam in die Gänge kommen. Viel Spaß beim Feiertagsmagazin. Schlag auf Schlag. Gerade noch den VfL Wolfsburg abgefertigt. Schon steht der nächste Gegner vor der Tür. Der Sportclub Freiburg. Und darauf wollen wir euch natürlich einstimmen. Schwarz-Gelb in Ballerlaune. 17 Tore in 3 Partien. Der BVB zuletzt wie im Rausch. Lieblingsgegner SC Freiburg. 10 Spiele, 10 Siege. Gegen Freiburg läuft es für Borussia. Defensiv-Allrounder mit Offensivdrang. Sein drittes Jahr in Schwarz-Gelb. Matze Ginter hat sich viel vorgenommen. Ja, und Matthias Ginter ist gebürtiger Freiburger, hat 9 Jahre beim SC Freiburg gespielt. Somit ein Experte und prädestiniert, heute zu mir in die Sendung zu kommen. Hallo Matze. Servus. Ja, inwieweit oder inwiefern werden Spiele gegen den SC Freiburg immer etwas Besonderes für dich bleiben? Ja, einfach, weil ich dort aufgewachsen bin, weil ich die ganze Jugend dort verbracht habe. Und in Freiburg auch geboren? In Freiburg geboren, ja. Auch bis zum Wechsel eigentlich nach Dortmund auch daheim noch gelebt. Also 10 Minuten vom Stadion entfernt gewohnt. Und nee, also auch die ersten Schritte dann im Profifußball gemacht und einfach viele Freunde, die ganze Familie kommt aus Freiburg und es wird... Kommen jetzt auch alle, nehme ich an. Ja, ein paar kommen auf jeden Fall. Mussten ein paar Karten mehr organisieren, aber ich glaube, das wird auch immer was Besonderes bleiben. Für dich also ein Wiedersehen, ein Treffen mit der alten Liebe, aber romantisch wird es sicherlich nicht, oder? Rendezvous mit einem Aufsteiger. Für Schwarz-Gelb schon das zweite in dieser Saison. Das Date mit RB eher unangenehm für unsere Jungs. Gegen Freiburg hat der BVB zuletzt aber immer bekommen, was er wollte. 10 Siege in den vergangenen 10 Partien gegen die Breisgauer. Borussia unersättlich und mit Lust auf mehr. Unter der Woche mal eben Wolfsburg vernascht. Und das nächste Candlelight-Dinner wartet schon. Sehr schön für uns, Willebo, gemacht, Matze. Verlieben könnte man sich auf jeden Fall im Moment in eure Spielweise. Jetzt auch wieder gegen Wolfsburg 5:1 auswärts, einfach sensationell. Was zeichnet euch denn in den letzten Spielen so aus? Was ist denn das Besondere? Wir haben uns nach dem Leipzig-Spiel nochmal zusammengesetzt, haben nochmal analysiert, was jetzt nicht so gut lief, warum wir auch verloren haben letzten Endes. Und ich glaube, man hat es auch gemerkt, einfach in der Mannschaft, vom Auftreten her, eine ganz andere Stimmung auch. Innerhalb der Mannschaft dann in der Champions League gewesen in Warschau und auch dann im Heimspiel gegen Darmstadt. Also ich glaube, sie hatten keinen einzigen Torschuss oder keine einzige Chance. Und ich glaube, das ist uns so ein bisschen besser gelungen dann in den beiden Spielen. Und gegen Wolfsburg war es dann auch ein bisschen Glück dabei, aber ich glaube, dass der Sieg dann schon in Ordnung geht. Aber ja, das war dann zwischendurch schon mal so ein bisschen eng war es schon, ne? Ja, eben. Du merktest, dass die Wolfsburger auch dann unbedingt können, noch drankommen wollen. Ja, die können auch kicken. Also so ist ja nicht. Gerade auch in Wolfsburg, wenn man die Offensive sich anschaut, ist ja auch nicht so schlecht. Und ja, aber wir haben jetzt das Glück bei uns gehabt
Und wissen natürlich auch, dass jetzt nicht alles Gold war, was glänzt. Und jetzt versuchen wir es. 5-1. Ja, ist auch nicht so schlecht, ne? Ja. Du wurdest ins kalte Wasser geworfen. Nach 10 Minuten musstest du rein. Marc Bartra verletzt. Wie ist das so, wenn man nach 10 Minuten ins Spiel kommt? Hattest du überhaupt vernünftig Zeit, dich warm zu machen? Nee, ich habe es mitbekommen. Ich glaube, in der 7. oder 8. Minute hat mich unser Fitnesstrainer gefragt, ob ich warm bin. Ich habe gesagt, nein. Ich muss mich erst noch irgendwie 2 Minuten warm bekommen. Aber es ist klar, ist nicht immer einfach, dann so kalt dann einen Kaltstart quasi hinzulegen. Aber wir haben ja dann relativ zeitnah auch das 2-0 gemacht und es hat mir auch ein bisschen mehr Sicherheit, also generell Sicherheit dann gegeben, so ins Spiel reinzukommen. Musstest ja am Anfang auch nicht so viel in der Defensive tun. Das lief ja mehr alles erst in Richtung Tor von Wolfsburg. Kommen wir nochmal zum Gegner. Von morgen Freiburg wieder zurück in der Liga, zum 5. Mal aufgestiegen. Du kennst den Verein gut. Was ist das Besondere an dem Club? Ich glaube, das Besondere ist einfach, dass sie sehr, sehr viel auf die Jugend setzen. Also wenn man die Durchlässigkeit von der Jugend zu den Profis sieht, auch jetzt im Kader, ich glaube, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber es werden sicher um die 10 Spieler sein, die in der eigenen Jugend ausgebildet wurden. Und, das ist einfach besonders, weil ich glaube, in Deutschland gibt es jetzt keinen Verein, der so eine hohe Durchlässigkeit hat, der so viel oder der viel auf junge Spieler setzt. Und ich glaube, sie sind auch sehr erfolgreich damit gefahren, weil sie halt nicht das ganz große Geld haben wie jetzt andere. Und somit bleibt ihnen quasi auch jetzt nicht allzu viel anderes übrig. Ein Phänomen ist allerdings auch der Trainer Christian Streich seit 21 Jahren im Verein. Du hast ja auch schon mit ihm zusammengearbeitet. Wie sehr ist er daran beteiligt an deinem Durchbruch? Ja, schon einen sehr großen Anteil, weil er kennt mich auch schon von der Jugend. Er hat mich ein Jahr in der A-Jugend gehabt und hat mich dann, als er Profi-Trainer wurde, auch direkt mit hochgezogen. Und er hat mir dann auch, als ich dann 18 war, das Vertrauen gegeben, im Abstiegskampf als Innenverteidiger zu spielen, was jetzt auch nicht jeder Trainer machen würde. Und so waren dann meine ersten Schritte in Freiburg, dass ich wahnsinnig viel Vertrauen von ihm bekommen habe und er mich wahnsinnig auch gefördert hat und auch mal, wenn es sein musste, kritisiert hat, klar. SC Freiburg ist ordentlich gestartet, kann man sagen. Worauf müsst ihr aufpassen? Sie haben beide Heimspiele gewonnen gegen jetzt auch nicht so schlechte Gegner. Also gerade auch gegen Gladbach haben sie, glaube ich, sehr, sehr gut gespielt und sie haben, glaube ich, wenn man jetzt mal die erste Halbzeit in Köln rausnimmt, eine sehr kompakte Einheit, auch eine sehr laufstarke Einheit und es wird sehr, sehr schwer, glaube ich, zu Torchancen zu kommen. Aber wenn wir so spielen wie in den letzten Spielen, wenn wir unser Tempo hochhalten, ich glaube, dann liegt es auch eher an uns, wie das Spiel dann ausgeht. Matze ist in Freiburg geboren, dort groß geworden, inzwischen im 3. Jahr bei Borussia Dortmund und einer der Erfahrenen. Matthias Ginter mit 22 Jahren schon viel erlebt. 110 Bundesliga-Einsätze, Silber bei Olympia, dazu Weltmeister. Egal auf welcher Position, Ginter geht dahin, wo es weh tut. Ein Defensiv-Allrounder mit Offensivdrang. Dazu ausgewiesener Derby-Spezialist. Unsere Nummer 28, jung, erfolgreich, zielstrebig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der erste Titel mit dem BVB. Ja, Matze, ein Titel mit dem BVB in dieser Saison, das wäre doch was, oder? Das wäre was, ja. Kann ich nur zustimmen. Du würdest auch mal gerne mit dem Wagen durch die Stadt, ne? Ja, aber ich habe schon gehört, dass es schon nicht so schlecht sein soll.
Wir haben es ja im Beitrag eben gehört, du hast schon einiges in deiner jungen Karriere erreicht. Wie stolz bist du da drauf, mit 22 schon den einen oder anderen Titel geholt zu haben? Ja, klar macht es mich stolz, aber ich glaube, stolz ist jetzt der falsche Begriff, weil wenn man stolz ist, dann macht man nichts mehr. Also du kannst aber trotzdem stolz sein. Ja, natürlich. Das ist so, nur sollst du ja auch. Aber richtig stolz kann ich, glaube ich, erst nach der Karriere dann sein, wenn man dann zurückblickt. Aber jetzt im Moment ist man noch so in dem Flow. Fokus. Sagt man das nicht heute? Flow, ja. Ich bin im Flow. Schon richtig gesagt. Und dass man dann eigentlich schon wieder ans nächste Jahr denkt und einfach weiter am besten natürlich Titel sammeln will. Ich stand jetzt auch mit Dortmund zweimal im Pokalfinale, leider zweimal verloren. Kommt einfach rein und gewinnt. Ja, das hoffen wir vielleicht nächstes Jahr, dass wir dann einen Titel haben. Hast du dir persönlich irgendwas vorgenommen im dritten Jahr? Ja, persönlich nimmt man sich natürlich immer Dinge vor. Klar, wenn man sich individuell verbessern in verschiedenen Bereichen. Ich glaube, da gibt es in jedem Bereich auch bei mir noch Luft nach oben. Aber auch gerade als Mannschaft, dass man einfach seinen Teil dazu beiträgt, so oft wie möglich natürlich auf dem Platz steht, erfolgreich ist. Und das ist ja letzten Endes auch die Hauptsache, dass der Verein erfolgreich ist. Und davon, glaube ich, profitieren dann auch die Spieler, wenn der Verein erfolgreich ist. Trotz alledem bleibe ich dabei. Du kannst jetzt schon stolz sein auf das, was du erreicht hast. Und natürlich mit der Hoffnung, dass noch der eine oder andere Titel dazukommt. Am besten natürlich mit unserem BVB. Wir haben jetzt ein ganz besonderes Highlight. Während der Länderspielpause im Oktober gibt es eine neue Rubrik. Und zwar, wir werden mit dem Fan-Taxi durch Dortmund fahren. Das Besondere ist, da sitzt noch ein Spieler mit im Wagen. Und vielleicht du. Du kannst dich auf jeden Fall bewerben, mit in das Taxi einzusteigen. Ist natürlich das Opel-Fan-Taxi. Und du kannst den Spieler all das fragen, was du ihn immer schon mal fragen wolltest. Unten wird jetzt eingeblendet, wo ihr euch bewerben könnt. bvb.de/opel-momente. Und vielleicht sehen wir uns in ein paar Tagen. Ach ja, ich fahre. Es könnte aufregend werden und witzig. Vielleicht ist ja auch Matze dabei. Wir wissen es noch gar nicht. Also eine tolle Sache. Ihr könnt euch auf jeden Fall jetzt bewerben. Was ansonsten noch in den letzten Tagen bei unserem geliebten Verein los war, das sehen wir jetzt in unserem Spielfeldrand. Großes Interesse aus Spanien. Am Mittwoch waren zahlreiche Medienvertreter von der Iberischen Halbinsel zu Gast in Dortmund. Die Journalisten besichtigten Trainingsgelände und Stadion. Dazu standen noch verschiedene Interviews mit Marc Bartra und Gonzalo Castro auf dem Programm. Unsere beiden Spieler standen fleißig Rede und Antwort. Dieser Zuspruch wird ihm gut tun. André Schürrle, im Moment zum Zuschauen verdammt, ist von den Zuschauern zum Torschützen des Monats August gewählt worden. Mit seinem Tor zum 3:0 im Test gegen Sandhausen hat er sich durchgesetzt. Die Sendung, in der Schü unter anderem den Gewinner eines Heimtrikots zieht, gibt es morgen bei BVB Total. Alles Gute, Hannes Wolf. Nach 7 Jahren erfolgreicher Arbeit im Juniorenbereich verlässt der Trainer den BVB Richtung VfB Stuttgart. Wolf holte für Borussias U-Mannschaften insgesamt 3 deutsche Meisterschaften und brachte Jungs wie Felix Paslak und Christian Pulisic zu den Profis. Ja, auch von meiner Seite alles Gute, lieber Hannes. Wirklich, wir drücken dir die Daumen. Du bist so ein feiner Kerl und viel Spaß im Schwabenländle. Matze, ihr könnt am Freitag übrigens den vereinseigenen Heimrekord einstellen. 24 Spiele zu Hause ungeschlagen. Ist das Thema bei euch und vielleicht noch ein bisschen Zusatzmotivation? Ja, Motivation auf jeden Fall. Thema war es jetzt noch nicht, weil wir jetzt den Rekord noch nicht haben. Aber wir versuchen natürlich, jedes Heimspiel zu gewinnen. Das ist klar. Ausverkauft, ist logisch. Das Ausverkauft ist, brauchen wir jetzt nicht zu erwähnen. Das brauchen wir nicht.
Nee, also ich glaube auch, wenn, ich weiß es, wie es ist, wenn man mit Freiburg nach Dortmund fährt, dann ist es nicht ist meistens so angenehm und wir hoffen natürlich alle, dass es ihnen ähnlich geht wie uns, wie mir zum Teil damals und genau. Dass wir dann verloren haben. Da drücken wir auch die Daumen. Ja, jetzt sind wir fast am Ende. Es gibt noch den Zweikampf. Nobby gegen Matthias Ginter. Tor oder kein Tor? Das ist jetzt die Frage. So, wir werden jetzt Szenen sehen, Matze. Szenen aus Spielen gegen Aufsteiger. Was immer das jetzt auch für dich oder mich bedeutet. Wir wollen auf jeden Fall natürlich unsere Einschätzung zu den Szenen abgeben. Und ich drücke mir die Daumen. Ich mir auch. Ich sage nein, kein Tor. Ich würde nochmal auch nein sagen, sage aber jetzt ja, weil du nein gesagt hast. Ich sage es auch noch. Tja, 1-0. Ja, ich liege schon hinten. Schlimm genug. 1-0 für Matthias. Der ist drin. Ja, der ist drin. Dann sage ich, der ist nicht drin. Du sagst, da drin? Was denn? Ja, der ist drin. Der ist drin. Pass auf. Wohl. Ja! 1-1. Das muss man das auch sehen. Das sieht man, das sieht man. Jetzt habt ihr wieder, das ist Michael Lusch. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich kann noch nicht mal sehen. Wenn ich wüsste, dass ich das wäre, dann würde ich natürlich sagen, der ist drinne. Na, der ist drin. Der ist nicht drin. Jetzt haben sie zwei. Irgendein Tor muss ja noch mehr sein. Ich könnte ausgleichen. Wenn ich recht habe, steht es unentschieden. Nee. Du sagst, der geht. Der ist drin. Der geht, nee. Das ergibt einen vorläufigen Zwischenstand von 7-9. Ich muss dir gratulieren. Danke. Ich mach's aber auch gerne. Heute warst du einfach auf einmal so leise jetzt. Ja, ich bin emotional ergriffen durch diesen Niederlag. Dieses wunderbare Bild stellen wir unserer Stiftung am Ende der Saison zur Verfügung. Und ich bitte Matthias, nicht das Ergebnis dahin zu schreiben. Das wäre auch blöd, wenn er immer stehen würde, ich verloren hätte. Sehr schön. Vielen Dank. Das war es heute schon von BVB Total. Tut uns den Gefallen, fahrt den nächsten Dreier ein. Wir haben einen neuen Rekord beim BVB. Du könntest nochmal ein Türchen machen. Ich versuch's, ja. Ich drück dir die Daumen. Das war's. Vielen Dank an Matthias. Sehr gerne. Und wir sehen uns bald wieder. Drückt unseren Jungs die Daumen. Tschüss, macht's gut. Euer Nobby. Bis dann.